Der Norisring. Kurz und einfach nur gut und seit Jahren ein Highlight im Rennkalender des Porsche Carrera Cup. Die Strecke ist der einzig verbliebene Stadtkurs in Deutschland. Statt Auslaufzonen gibt es hier nur Leitplanken und Mauern. Es gilt, kalkuliertes Risiko wird belohnt, zu hohes Risiko direkt bestraft. Nah ran, nicht berühren und weiter. Ja, ich glaube, das wird einem dann schon aufgezeigt, wie nah man kommen darf. Irgendwann knallt es dann, aber es ist sicher so ein Spiel mit dem Risiko. Wie nah geht man an die Mauern ran? Der Porsche Carrera Cup auf dem Norisring, jetzt auf Sport 1. Norisring ist mal was ganz anderes. Es ist ein Stadtkurs, der einzige Stadtkurs im Porsche Carrera Cup. Christian Engelhardt kennt den Kurs als erfahrenster Pilot im Feld in- und auswendig. Ja, das Geheimnis ist, dass man genauso fahren muss, als wären da keine Mauern und Leitplanken. Das Problem ist nur, wenn dann was verrutscht, dann hängt man ganz schnell drin in der Mauer. Und eine leichte Berührung oder ein Kratzer am Außenspiegel, das geht sich noch aus. Aber wenn es dann mehr wird, dann ist auch ganz schnell die Achse kaputt und dann muss man abstellen. Deswegen ist die Herausforderung, die Strecke komplett zu nutzen, weil dann ist man am schnellsten, ohne dran zu kommen. Millimeterarbeit ist also angesagt. Wie man am Norisring schnell und unfallfrei über die Runden kommt, das erklärt Project One-Pilot David Kolbmann. Ja, jetzt geht's los. Eine Runde auf dem Norisring. Jetzt gleich über Startziel. Unten sieht man alle möglichen Daten. Geschwindigkeit, Rundenzeit, Gas und Bremse. Ja, jetzt gehen wir bis in den sechsten Gang rein, knapp an die 2,50. Dann rechts anbremsen, Auto gerade machen. Das ist ziemlich schwierig, über die Bodenwellen zu kontrollieren mit der Bremse. Auto dann früh umdrehen und ganz früh aufs Gas bis an die Wand ran. Dann wieder hoch bis in den vierten Gang. Dann hart anbremsen, zweiter Gang, ganz nah an die Wand rechts. Und rechts bleiben, um für die Linkskurve vorzubereiten. Wieder nah an die Wand ran, ganz rechts, viel Schwung mitnehmen. Ja, dann geht's wieder die linke Seite, um für die nächste Kurve sich vorzubereiten. Hartes Anbremsen wieder viele Bodenwellen und dann ganz links wieder ran. Früh aufs Gas, früh im zweiten Gang, weil es sehr wellig ist dort. Ja, und dann sind wir schon wieder auf Startziel, ziemlich kurze Strecke hier. Das war eine Runde auf dem Norisring. In der Qualifikation zeigte Luca Rettenbacher direkt mal, wie man es nicht machen sollte und löste eine kurze Rotphase aus. Sehenswert war der Einschlag aber allemal. Und er sollte nicht das letzte spektakuläre Ausrufezeichen des Österreichers werden. Startreihe 2 fiel auf 1, teilen sich Christian Engelhardt und der junge Mann, den wir hier im Bild sehen, Dennis Olsen. Er ist offizieller Porsche Junior, wird also von Porsche werkseitig gefördert und ausgebildet. Der Däne war bei hochsommerlichen Temperaturen eine halbe Zehntel langsamer als sein Teamkollege mit der Startnummer 10, Jeffrey Schmidt. Der Schweizer ist der Pechvogel der Saison. Drei Podiumsplatzierungen stehen auch zwei Nullnummern gegenüber. Die Nummer 7 war wieder einmal nicht zu schlagen. Sven Müller mit der Quali-Bestzeit für beide Läufe an diesem Wochenende. Pole Nummer 6 und 7 in dieser Saison. Auch Müller ist Porsche Junior. Im Gegensatz zu Olsen ist der 24-Jährige jedoch schon in seinem dritten und letzten Ausbildungsjahr. Das perfekte Qualifying hier am Norisring. Alle drei Sektoren zusammengebracht und ja, ich war über dem Limit wirklich. Zwei, dreimal war die Mauer so nah an meinem Auto. Also super Auto gehabt und ja, hat richtig Spaß gemacht. Jetzt freue ich mich aufs Rennen. Das dann am Samstag ausgetragen wird. Das kürzere von den beiden. Fels steht in den Startpositionen und die größte Aufmerksamkeit wird jemanden in der hinteren Startreihe zuteil. Da ist nämlich einer der vier Konrad Porsche um Welten zu früh losgefahren und das war wohl Luca Rettenbacher. Vorneweg allerdings sein Teamkollege Sven Müller. Dahinter beziehungsweise schon daneben die beiden Lechner Huber. Teamkollegen nämlich Jeffrey Schmidt und Dennis Olsen. Und auch da Mittelfels. Gute Aktion rund zum David Kolbmann, dann hinein ins Schöller-S mit Müller vorneweg. Und hinter den beiden Lechner-Autos dann Nick Foster, der Australier, mit der 17 und unmittelbar dahinter Christian Engelhardt. Das sind ja so ein bisschen die Sparringspartner des Carrera Cups, die immer wieder gemeinsam ihre Kämpfe austragen. Engelhardt ist den Druck erhöht auf Foster.
die Dutzendteichkehre. Da kann man weit nach innen reinziehen. Aber Foster fährt den schnelleren, den weiteren zwar, aber harmonischeren Bogen. So, wir schauen noch mal zurück zum Start und da rollt das Auto von Luca Rettenbacher an. Viel früher hätte man da gar nicht losfahren können, aber wenn man es genau nimmt, hat der Österreicher noch aus der Not eine Tugend gemacht. Ich habe die Kupplung leicht losgelassen und das war eine neue Kupplung. Jetzt habe ich den Druckpunkt nicht zu 100% kennt. Bin dann leider schon leicht weggerollt und wie ich dann gerollt bin, habe ich mir gedacht, nein, entweder ich fahre jetzt gleich komplett weg oder ich bleibe komplett wieder stehen. Aber nachdem, dass ich eigentlich schon relativ weit gerollt bin, war eigentlich nur mehr die Möglichkeit, dass ich komplett wegfahre. Nochmal aus seiner Sicht. Da rollt er an, da schießt er um 3-4 Startreihen nach vorne. Zieht aber dann letztendlich doch wieder zurück und reiht sich auf der Höhe seines Teamkollegen Ryan Cullen wieder ein. Ganz klar, das wird eine Strafe geben, eine Drive-Thru-Penalty. Die Spitze mit Müller, mit Olsen, dem zweiten Porsche Junior, dann Schmidt, Foster und Engelhardt. Was geht's hier rund zum Ricardo Flores? Der Peruaner, Dutzendteichkehre. Und auch da schön sauber und fein an der Mauer entlang zirkeln. Und Luca Rettenbacher, der bummelt seine Drive-Thru-Penalty ab. Teamchef Franz Konrad, alles andere als begeistert, ob der Aktion des jungen Österreichers. Müller, mittlerweile 4-5 Sekunden groß der Vorsprung. Dann die Zweiersaatschaft mit Olsen, das sind die roten Außenspiegel. Dahinter die schwarze Fronthaube, die gehört zum Pechvogel der laufenden Saison, nämlich zu Jeffrey Schmidt, der es jetzt außen herum mal versucht. Aber das ist in dem Fall ein längerer Weg. Das wird nicht unbedingt funktionieren. Genauso ist es. Zurück zu Flores nochmal. Reichlich Aktion. Da schickt er das Auto in einen Dreher und hat seine liebe Mühe, den MRS GT-Porsche wieder gerade zu stellen. Das Ganze lief schon im Drehzahlbegrenzer des ersten Ganges ab. Müller, Spitzengruppe. Großer Vorsprung, 5-6 Sekunden mittlerweile. Und dann Schmidt nochmal mit dem Versuch. Diesmal längsseits von Olsen, das könnte funktionieren. Aber da kommt Schmidt ein bisschen aus dem Tritten. Das sah auch aus, als hätte er ein wenig die Mauer berührt. Und sofort verliert er einen Platz an Nick Foster. Genauso ist es, der muss an die Mauer angeschlagen sein. Denn es steigen Rauchwolken auf. Und der Schweizer wird ein bisschen langsamer. Der ist wohl mit dem Radhaus, mit dem Seitenteil, ganz leicht an der Mauer entlang gefahren und hat sich wahrscheinlich dabei die Blechkante des Radhauses, da ist es zu sehen, genauso ist es, die Blechkante des Radhauses in den Reifen hineingedrückt. Das ist klar, das wird nicht allzu lang funktionieren. Ganz deutlich zu sehen. Tja, der Leidensweg des Schweizers, er geht weiter mit dieser Onboard-Kamera nach hinten raus aus seinem Elfer. Und was passiert? Schmidt dreht sich, Auto steht, Motor aus, Rennen zu Ende. Ich weiß nicht genau, was ich böse im Winter gemacht habe, aber irgendwie ist das Beste auf unserer Seite. Heute im Rennen den Move für Platz 2 gemacht, ging sich fast aus, bisschen dann die Wand berührt. Und dann hat ein Kotflügel leicht den Reifen reingedrückt und zwei Runden später hat dann der Reifen aufgeschlitzt. Ja. Und natürlich sehr, sehr ärgerlich, viel Pech im Spiel, klar, war mein Fehler, aber gibt es ganz oft, dass ein Reifen dann zwei Runden dann am Kotflügel streift und sich dann das Ganze dann beruhigt hat und meiner hat es einfach komplett durchtrennt. Und wieder null Punkte, macht das Ganze nicht einfacher, aber den Kopf lassen wir ganz sicher nicht hängen. Es kommt sogar noch schlimmer, er muss aussteigen, kommt noch nicht mal zur Box zurück. Denn Reifenfragmente haben sich um Aufhängungsteile gewickelt und deshalb kann er nicht mehr weiterfahren. Sven Müller, fein zirkelnd vorbei an der Mauer, jetzt hier auch am Kurvenausgang wieder. Das sind diese typischen paar Zentimeter, die man sich als Toleranz lässt. Dann ist Olsen durch, dann auf Platz 3, jetzt nach dem Schmidt-Ausfall Nick Foster weiter in heftigster Bedrängnis von Engelhardt. Zurück zu Start und Ziel, das ist die schnellste Passage auf dem Norrisring. Hier beim Anbremsen in etwa 250 km/h als Topwert. Und stehendes Rad bei Foster. Engelhardt klopft schon mal vorsichtig an. Und ab da war klar, dass es für den Australier schwer werden wird, das Podium über die Zeit zu retten. Ich hatte ein stehendes Rad beim Einbiegen in die letzte Kurve und auf dem Weg ins Schöller-S noch einmal. Das lief wirklich nicht gut. Ich hatte dadurch in den letzten Runden echt ganz schöne Probleme. Ich habe einfach gepusht und habe dann gemerkt, ja, jetzt wird es langsam schwierig für ihn. Er befährt seine Reifen. Und dann habe ich irgendwann die Gelegenheit nutzen können.
Und hier kommt's genau jetzt. Dutzendteich, die zweite Spitzkehre und wieder überbremst Nick Foster das Auto. Hat die Reifen wirklich bis an die Grenze getrieben, stellt sich sogar quer beim Rausbeschleunigen. Und jetzt ist klar, jetzt braucht Christian Engelhardt nur noch Vollstrecken. Aber da taucht der Australier schon wieder auf. Ein riesen Kampfgeist. Bei dem australischen Carrera Cup Champion aber hier hat er jetzt keine Chance mehr. Jetzt zieht Engelhardt durch und übernimmt damit den dritten Rang. Hinter Sven Müller die 1, dann Dennis Olsen auf dem zweiten Rang. Getrennt durch knapp 6 Sekunden, die beiden zurück zu Start und Ziel. Neben ihrer Flagge 6 Sekunden Vorsprung von Müller auf Olsen. Der Deutsche fährt im Moment in einer anderen Welt. Konnte super Zeiten fahren. Ich glaube, ich war nur 3 Zehntel langsamer als meine Pole Position Zeit. Also das Auto war einfach super. Porsche Junior Dennis Olsen fährt zum 6. Mal in dieser Saison aufs Podium. Sehr ordentlich, aber um den ersten Sieg einzufahren, müsste er auch an Müller vorbei. Am Ende habe ich meinen Speed gefunden und konnte etwas aufholen, aber Sven ist wirklich unglaublich schnell im Moment. Sven Müller hat seine Führung in der Gesamtwertung weiter ausgebaut. Am Ende soll der Titel eingefahren werden und dann soll es noch weitergehen. Mein Ziel ist es, Porsche Werksfahrer zu werden und deshalb arbeite ich sehr hart, um das Ziel zu erreichen. Dieser LMP1 Porsche könnte dann irgendwann mal sein Arbeitsplatz sein, der 919 Hybrid. Der Herr rechts im Bild ist übrigens nicht nur Cup-Teamchef, sondern eben auch einer dieser Porsche-Werksfahrer, die zuletzt in Le Mans unterwegs waren. Ja, es waren gemischte Gefühle natürlich für das Nummer 1 Auto, was ich gefahren bin. Mit Mark und Brandon hatten wir natürlich am Anfang eine sehr starke Phase. Wir hatten sehr lange geführt, hatten dann einen intensiven Fight mit dem Toyota, der dann leider abrupt geendet hat. Wasserpumpenantrieb ging kaputt, dann war natürlich der Traum vom Sieg vorbei. Ja, und natürlich dann das dramatische Finale und natürlich für Porsche ein Riesenrennen mit dem Sieg vom Schwesterauto. Das war dann schon wieder ein Teil wieder gut machen, ganz klar für die Probleme, die es bei uns im Auto gab. Von einem Le Mans-Sieg träumen auch die Cup-Schützlinge von Teamchef Timo Bernhard. Im deutschen Championat hat er zum einen mit Nick Foster den amtierenden Meister aus dem Carrera Cup Australien unter Vertrag. Zum anderen kommt mit Marek Böckmann ein hoffnungsvolles Nachwuchstalent zum Einsatz. Der Deutsche bestreitet seine erste Saison mit Dach über dem Kopf. Nach 2 Jahren Formelerfahrung kennt sich der 19-Jährige schon ganz gut im Geschäft aus, auch was das Thema Aerodynamik angeht. Beim 911er gibt es einen sehr wichtigen Aspekt und das ist der Heckflügel, den wir je nach Streckenbedingungen und Streckenlayout verstellen können. Wir befinden uns derzeit am Norrisring, wo wir den Flügel beispielsweise sehr flach gestellt haben. Dadurch, dass es hier sehr lange geradeaus geht und wir viel Geschwindigkeit auf den Geraden mitnehmen wollen, sodass wir auf der Seite sehr wenig Luftwiderstand erzeugen wollen. Im Kontrast dazu, wenn wir in Oschersleben unterwegs sind, versuchen wir, den Flügel steiler zu stellen, dadurch, dass wir damit mehr Anpressdruck und mehr Druck auf den Hinterrädern generieren können, sodass wir höhere Kurvengeschwindigkeiten erreichen. Das kann man auch hier nochmal sehr gut sehen auf den beiden Seiten. Wir haben 9 verstellbare Stufen. Jede Stufe macht ca. 1-2 km Unterschied aus, die am Ende einer langen Geraden, zum Beispiel wie hier am Norrisring, ziemlich viel Zeit ausmachen kann. Das kann man sogar sehr gut selbst testen, wenn man zum Beispiel mit 130 auf der Autobahn unterwegs ist und einfach nur die Hand aus dem Fenster streckt und mal gegen den Wind hält in die verschiedenen Richtungen, kann man immer sehr gut erkennen, dass die Hand nach oben oder im anderen Fall nach unten gedrückt wird. Und somit kann man den Effekt eines Heckflügels sehr gut simulieren. Gleich geht's weiter mit Lauf 2 am Norrisring. Kontakte werden gepflegt und Grenzen ausgelotet. Dranbleiben lohnt sich. Bis gleich. Zurück auf dem Norrisring in Nürnberg mit dem Porsche Carrera Cup vor 123.500 Besuchern am Wochenende. Erneut mit der Trainingsbestzeit und damit mit dem besten Startplatz für Sven Müller vor den roten Außenspiegeln von Dennis Olsen. Dahinter Jeffrey Schmidt, sein Teamkollege. Und dann Christian Engelhardt. Und jetzt versucht's der mal in der Foster-Manie mit ganz, ganz späten Bremsen eventuell vorbeizukommen. An der 10 am Schweizer Schmitz, der übrigens außen attackiert wird von Nick Foster. Der hat nämlich richtig Profit schlagen können aus dieser ganzen Aktion und kommt damit vor Jeffrey Schmitz.
Und so geht's hinein ins Schöller-S. Da ist ein zweites Konrad-Auto sehr weit vorne mit dabei. Das ist Ryan Cullen, der Brite. Sein Teamkollege Müller mit Olsen gemeinsam auf davon. Dann Nick Foster, dann Schmidt und dann Ryan Cullen, der in diesem Jahr beide Meisterschaften fährt. Und der eine ganz starke Anfangsphase hingelegt hat, wie im Übrigen auch David Kolkmann, eins der beiden Project One Autos in Gelb und Weiß. Auch der taucht bereits im vorderen Drittel des Feldes hier auf. Und wieder typisch diese Grundigkehre. Stehende Räder. Und das ist die 6. Das ist Ryan Cullen. Im Zweikampf mit den Kollegen, so stark war er noch nie in der laufenden Saison. Und da schubst und schiebt er weiter. Ist sehr, sehr aggressiv unterwegs. Und aufpassen auf dem Norrisring. Auf die Mauern. Der erste schleift schon an der Mauer entlang. Und wir gucken nochmal zurück, schauen uns den Start aus verschiedenen Perspektiven an. Müller, ganz klare Angelegenheit, hat da alles im Griff. Und das ist die Onboard-Kamera von David Kolkmann und der hat die Startphase seines Lebens. Innen wollen alle die Linie zumachen und außen ist Tag der offenen Tür. Ja, der Start war sehr gut. Bin von Platz 12 direkt in der ersten Runde auf Platz 4 gefahren. Ich habe mich, glaube ich, gut positioniert in den ersten paar Kurven. Ja, so war es dann erstmal, ja. Genau so ist es. Und wir schauen uns nochmal den Start mit der Onboard von Ryan Cullen an. Von der 6. Position kleiner Kontakt mit Dennis Olsen in Turn 1. Und da schlägt Ryan Cullen an die Mauer an. Achtung, das Ganze gefilmt vom Kollegen hinten dran. Und da gibt es jetzt ein richtiges Problem, beziehungsweise es könnte zwei geben. Entweder Aufhängung beschädigt, nee, das andere Problem ist es, nämlich Wasserkühler geborsten. Beziehungsweise der Schlauch ist abgerissen beim Einschlag in die Mauer. Schade drum für den Briten, der war nicht enttäuscht in der Konrad-Box stets. Und das war bisher sein stärkstes Rennen im Carrera Cup in Deutschland. So, was tut sich denn in der Spitzengruppe? Beziehungsweise knapp dahinter, die 18 hier. Marek Böckmann ist das. Dieses feine Fahren auf Millimeter mit der Konkurrenz. Typisch für den Norrisring immer wieder das Runterbremsen, diese sehr langsamen Ecken und dann das Hochbeschleunigen bis in die 6. Welle bis fast 250 km/h. Und das bitte schön immer ganz dicht an der Mauer entlang. David Kolkmann, ein ganz, ganz großes Lob. Er fährt vor Christian Engelhardt und der hat ja fast ein Jahrzehnt Erfahrung in den Porsche-Markenpokalen. Und der junge Mann aus dem Westfälischen, irgendwann muss er sich allerdings dann der Routine beugen. Da geht Engelhardt durch. Schmidt hat ebenfalls versucht, noch Profit aus dieser Aktion zu ziehen. Aus der aufgerissenen Tür von Engelhardt gegen Kolkmann. Aber das verteidigt er wieder, der auf dem gelb-weißen Project One Car. So, aber kurze Zeit später. Schmidt, diesmal funktioniert's. Oh, das war so dieses ganz typische Millimeterfahren. Da schliff der Spiegel an der Mauer entlang bei ihm hier bei Jeffrey Schmidt. Und genauso gehört sich das auf dem Norrisring in Nürnberg. Und dann ist Kolkmann wieder vorne. Und wieder versucht es Jeffrey Schmitz. Diesmal die andere Spitzkehre macht sich ein bisschen breit. Berührt das Auto von Kolkmann. Schickt den ein wenig in Richtung Mauer. Spitzengruppe Müller, Olsen 1 und 2. Wer taucht als Dritter auf? Nick Foster. Gibt es ein erneutes Podium für den Australier. Hat ja schon einige in diesem Jahr geholt. Dann Vierter Christian Engelhardt. Oder macht er weiter mit seiner phänomenalen Aufholjagd? Das war ja nichts für ihn am Start, aber jetzt geht's sehr gut und sehr ordentlich nach vorne. Steht sich da. Unmittelbar hinter David Kolkmann, das müsste sein Teamkollege sein, genau so ist es, Nick Yellowly. Auf dem 2. Project One Porsche. Jo, auf der Bodenwelle, ausgehebelt die Hinterachse. Und dann geht das Auto in einen gewaltigen Dreher hinein. Konkurrenz schießt vorbei, da ist man schnell, um die 160 in etwa. Engelhardt, weiter geht's, wie auch am Samstag. Und wer ist sein Gegner? Klar, sein Lieblingsgegner, Nick Foster, der ist im Rennstall von Timo Bernhard. Foster wehrt sich mal wieder aus Leibeskräften. Wer wehrt sich hier? Wolfgang Triller mit Ronald van der Laar und Wolf Nater, das sind die B-Leute. Und dann Duplizität der Ereignisse vom Vortag, nicht aber aus der Sicht des deutschen Engelhardts.
diesmal war es schwierig, weil ich hatte einen ziemlich großen Rückstand, als ich auf dem vierten dann war, als ich den überholt hatte und musste den erstmal zufahren. Als ich dann dran war, haben meine Reifen dann schon relativ abgebaut, habe aber dann ihn unter Druck setzen können und konnte dann vorbeigehen, ganz kurz vor Schluss. Das war natürlich wichtig, damit wir noch auf dem Podium sind. Ja, da macht er richtig Druck. Wir sind bei Wolfgang Trüller, dem siebenfachen Saisonsieger in der B-Wertung. Achtung, Ronald van der Laar, ebenfalls aus der B-Wertung, dreht sich vor ihm. Und da muss Trüller aber alle Register ziehen, hier die 35, das Konrad-Auto des 51-jährigen Geschäftsmanns aus Amsterdam bzw. aus London, Ronald van der Laar. Und Trüller kann vorbeifahren. Tja, Franz Konrad, ganz vorne, da fährt der Sven Müller und hinten dreht sich der Ronald van der Laar. Da ist Müller und heute ist er nicht in der Lage, Dennis Olsen wegzufahren. Der bleibt ganz dicht dran. Kommt zurück zu Start und Ziel. Nehmen die Flagge, makelloses Wochenende für Sven Müller mit einem Doppelsieg. Und Dennis Olsen wird Zweiter und damit gleichzeitig auch Schnellster bei den Rookies, also bei den Neulingen im Cup. Sein Blick geht aber natürlich nach vorne zur Spitze in der A-Wertung. Heute bin ich wirklich glücklich, weil ich den Rückstand über das komplette Rennen konstant halten konnte. Das war ganz ordentlich. Ich weiß, ich bin dran und das ist ein gutes Gefühl. Er hat echt einen super Job gemacht, wirklich die 35 Runden hart gepusht. Es war echt nicht einfach, keinen Fehler zu machen, weil hier bei den Bodenwellen hier am Norrisring, es ist echt eine große Challenge. Bei MRS GT Racing gibt es mit Rang 3 von Christian Engelhardt Grund zur Freude. Aber auch ein Jubiläum erhöht die Stimmung. Lauf 2 am Norrisring war das insgesamt 150. Porsche Carrera Cup Rennen von der Mannschaft rund um Iris Dohr und Carsten Molitor. MRS Gentleman Driver Ricardo Flores holte übrigens zur Feier des Tages den Pokal für Platz 1 in der B-Wertung und freute sich, wie schon zuletzt am Lausitzring, riesig. Auf dem Podest gab es dann noch ein lautstarkes Ständchen, die peruanische Nationalhymne. Die nächsten Gesänge Mitte Juli aus Zandvoort.